Ich freue mich, den Preis stellvertretend entgegennehmen zu können. Ich bin der Produzent, der Regisseur und der Autor dieser Produktion, der Werwolf. Lutz Riedel weilt im wohlverdienten Urlaub und wird sich freuen, wenn wir ihm in 10 Tagen in Berlin diesen Preis weitergeben. Ich freue mich sehr, dass er ausgezeichnet wurde dafür, denn Patrick, du hast es gesagt, es gibt eigentlich keine kleinen Rollen, wenn man das Hörspiel ernst betreibt. Es ist gerade wichtig, dass die Nebenrollen exzellent besetzt, exzellent gespielt sind. Und in Lutz Riedel hatten wir als großen Wolf, als Verführer in der Werwolf jemanden im Studio, der sein Handwerk bestens versteht, jede Menge Bühnen- und Mikrofonerfahrung mitbrachte und, wie ich am Tag der Aufnahme erfahren habe, auch schon das Wölfische mitbrachte, weil er nämlich in einer Synchronarbeit schon mal einen Werwolf gespielt hatte. Und insofern hat es uns gar nicht verwundert, dass er gerade diese Passagen, wo sich der Wolf in den Mensch und zurückverwandelt, mal ebenso aus dem Ärmel geschüttet hat. Es war eine große Herausforderung für den Tonmeister an diesem Tag, das einzufangen. Ich denke, es ist uns gelungen. Es ist eine tolle Produktion dabei herausgekommen und Lutz Riedel hat durch sein großes Können das immens aufgewertet, das ganze Hörspiel. Und ich freue mich sehr, dass dieser Preis an ihn geht. Aber ich glaube, er hat ja auch was gesagt. Ja, richtig. Aber wir hören das nicht. Ja, doch. Okay. Wir haben jetzt noch einen kleinen Einspieler und da erklärt sich Lutz Riedel mal selbst. Okay. Liebe Festgemeinde, guten Abend, liebe Hörspiel- und Hörbuchproduzenten und Autoren, guten Abend, liebe Regisseure, guten Abend, liebe Schauspielerkolleginnen und Kollegen, guten Abend, liebe Mitpreisentgegennehmer. Leider gehöre ich nicht zu euch im Moment leibhaftig, aber im Geiste bin ich bei allen und feiere mit. Ich muss leider in der Türkei im Urlaub am Strand liegen, das heißt, und diese Zeit werde ich auf alle Anwesenden ein kleines Glas Wein mit meiner Frau Marianne trinken und werde auf eine wunderschöne Feier anstoßen, die ihr hoffentlich haben werdet. Es tut mir wahnsinnig leid, dass ich nicht dabei sein kann. Das Ruhrgebiet ist ja meine Heimat, ich bin alter Dortmunder und hätte natürlich wahnsinnig gerne diese Gegend wieder besucht und wäre natürlich gerne bei einer Feier dabei. Ich habe zu danken, zuerst einmal dem Produzenten, mit dem ich meine preiswürdige Geschichte Der große Wolf aufnehmen durfte. Das war eine tolle Herausforderung, so schwierige Charaktere auch wirklich schwierig darzustellen. Denn sind ja für den Schauspieler ein gefundenes Fressen. Ich danke allen, die mich gewählt haben. Ich könnte ja jetzt sagen, wie Shirley MacLaine bei der Oscar-Preisverleihung, I deserved it. Vielleicht ein bisschen. Aber auf jeden Fall nochmal meine besten Wünsche an alle, die da sind, an alle, die mir hier zuhören. Und ich hoffe, dass bei einer zukünftigen Preisverleihung, selbst wenn ich nicht prämiert bin, ich doch die Gelegenheit finde, daran teilzunehmen. Alles Liebe, alles Gute, Lutz Riedel. Ich darf noch hinzufügen, dass es, also ich habe mich sehr gefreut über den Dank an uns. Wir verteidigen jetzt zum zweiten Mal diesen Preis bester Nebenrollensprecher. Letztes Jahr war es ja Klaus-Dieter Klebsch. Ich würde mir wünschen, nächstes Jahr wieder hier zu stehen, weil eine schönere Bestätigung für das Gesamtkunstwerk kann es gar nicht geben, als wenn dann die Interpreten die Preise bekommen. Insofern vielen Dank an die Ausrichter und wir geben es weiter und werden es fotodokumentarisch festhalten, wie sehr sich Lutz Riedel gefreut hat. Und ich hoffe, dass ein Glas Wein für uns dann auch abfällt, denn das ist ziemlich schwer, das nach Berlin zu tragen. Vielen Dank.